In diesem Video wollen wir uns anschauen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit du nie wieder pleite gehst. Viel Spaß dabei. Ja, die größte Angst des Selbstständigen ist es, pleite zu gehen. Ja, muss man so sagen. Das ist das Finanzamt, aber das spielt ja da einher. Zunächst mal, ich will jetzt hier nicht die mega Erwartungshaltung wecken. Ich werde jetzt nicht den Einschlüssel in die Hand geben, sondern es gibt bestimmte Faktoren, die gegeben sein müssen. Wenn du diese Faktoren im Blick behältst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du pleite gehst, eigentlich gleich null. Wenn nicht irgendein mega super Riesenzufall passiert, aber das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Deswegen, also diese Faktoren sorgen dafür, dass wahrscheinlich, also Nichtbeachtung dieser Faktoren sorgt dafür, dass 99% der Unternehmen, die pleite gehen, deswegen pleite gehen. Na, also wegen einer dieser Faktoren. Wenn du die alle im Blick behältst und das eine ist mehr so die Voraussetzungsseite, das andere ist mehr so die, was kannst du direkt tun, um die Wahrscheinlichkeit des Pleitegehens einfach zu reduzieren, Seite. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also erstmal ist es so, dass dein Grundgeschäft funktionieren sollte. Das beinhaltet mal drei Bereiche. Das beinhaltet, also ich gehe jetzt davon aus, Grundgeschäft funktioniert, heißt, du bist grundsätzlich ausgelastet und kannst grundsätzlich das, was du in Auslastung hast, auch bedienen. Dann funktioniert dein Grundgeschäft mal. Das reicht aber noch nicht aus übrigens, damit du nicht pleite gehst, sondern kommen noch Faktoren dazu. Weil es gibt Leute, die machen einen super Umsatz, geht super bei denen voran und trotzdem gehen die pleite. Und das Erste, woran es oft liegt, ist die Kalkulation. Das kann verschiedene Gründe haben. Also viele kalkulieren sich zu wenig ein. Die meisten kalkulieren sich eine Umsatzrendite von um die 10% am Ende ein, nach allen Kosten. Das ist aber zu wenig. Einfach aus dem Aspekt, weil du kannst davon ausgehen, diese 10% sind gerechnet auf den Idealfall, dass keine Mehrkosten kommen. Du kannst davon ausgehen, du kannst dich darauf verlassen, dass mindestens nochmal von diesen 10% 5% für irgendwelche Zufallsgeschichten wegfallen. Gut, bei dem einen Auftrag klappt es perfekt, bei dem anderen Auftrag verdienst du sogar noch ein bisschen mehr. Beim dritten Auftrag geht es aber komplett in die Hose. Und du hast komplett die 10% verloren. Ne, wo du bei dem anderen vielleicht 12 gemacht hast, bei dem anderen 10, dann bist du bei 7% oder so. Und du hast ab und an mal Aufträge, die komplett in die Hose gehen. Vielleicht zahlst du sogar mal drauf. Das kann auch mal sein. Ne? Das musst du alles einkalkulieren. Das heißt, eigentlich solltest du hier bei der Kalkulation mit mal 15 bis 20% rangehen. Ne? Also statt den normalen 10% solltest du 15 bis 20 planen. Ne? Je nach Branche natürlich auch immer, ist klar. Ja, du bist damit teurer, das ist klar. Aber da kommen wir wieder zum nächsten Thema. Funktioniert die Beratung, funktioniert der Vertrieb? Ne? Und bist du ausgelastet genug? Und wenn die Sachen gegeben sind, dann kannst du das auch problemlos machen. Weil sie 15 bis 20% sichern dich einfach ab und sorgen dafür, dass du den Kunden noch weiter einen exzellenten Service bieten kannst. Ganz wichtig, Kalkulation. Du musst deine Kalkulation verstehen, du musst wissen, was da abgeht. Du musst vernünftige Stundenlöhne einkalkulieren, auch so ein Riesenthema. Die meisten kalkulieren die Stundenlöhne halt sehr, sehr gering. Da hörst du dann was von 60 bis 70 Euro, was halt einfach nicht funktioniert. Also das klappt mittelfristig einfach nicht gut. Klar, also es klappt irgendwie schon, ne? Aber die Preise gehen eh nach oben. Und wenn man ganz ehrlich ist, das, was an Nebenarbeiten uns immer noch anfällt, das wird oft nicht eingerechnet. Und deine realen Löhne sollten eigentlich mindestens bei 70 bis 80 liegen, wenn nicht höher. Deswegen, ja, Kalkulation, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe dir jetzt nicht den Masterschlüssel, den ich dir angeben kann, dass die perfekt ist, aber wenn du dich daran ungefähr orientierst, dass du nach allen Kosten 15 bis 20% noch über hast, wirklich nach allen Kosten, auch nach deinem Gehalt, ne? 15 bis 20% noch über hast, dann wirst du am Ende wahrscheinlich bei um die 10 bis 15% rauskommen, nach Sachen, die dann noch zusätzlich anfallen, die du nicht berechnet hast, weil die gibt's immer. Und dann ist es schon mal gar nicht so schlecht. Das nächste Thema, was klappen soll, ist die Montage. Es kann also auch nicht sein, dass du Umsatz, Umsatz, Umsatz schreibst und nichts dahinter funktioniert. Du solltest dir hier am besten Zeiträume machen, wo du sagst, okay, so und so viel akzeptierst du, bis dann der Termin stattfinden kann. Hängt natürlich auch vom Hersteller, vom Lieferanten mit ab, je nachdem, das ist klar. Aber letzten Endes solltest du die Montage immer im Blick haben. Ich setze jetzt voraus, dass das bei dir grundsätzlich funktioniert, sonst bringen die Sachen da drüben nämlich auch nichts. Weil die Sachen hier drüben sind die Maßnahmen, die du direkt machen kannst dann tatsächlich. Und das Dritte, die Beratung sollte funktionieren. Es sollte so sein, dass deine Beratung grundsätzlich mal eine gewisse Abschlussquote mitbringt. Auf Empfehlungen am besten 70 bis 80%, alles andere ist sehr, sehr schlecht. Ne? Bei Anfragen, die kalt sind, können es auch mal 30, 40, 50% sein. Das ist auch in Ordnung. Ne? Auf Beratungen natürlich, also auf Anfragen 30, 40, 50%, auf Beratungen gerne etwas mehr, das ist klar, weil du berätst ja nicht jede Anfrage. Auch klar. Also diese drei Kernbereiche sollten bei dir passen. Dann hast du schon mal die eine Hälfte erledigt. Die andere Hälfte, und hier ist das ganz Wichtige, ist die Liquiditätsthematik. Ja, der habe ich eine ganze Seite gewidmet, weil die einfach super, super relevant ist. Und sie wäre nicht so relevant, wenn mehr Leute darauf achten würden. Zumindest, also sie wäre genauso relevant, aber sie wäre nicht so ein Riesenproblem, wenn mehr Leute darauf achten würden. Aber viele haben das einfach nicht im Blick. Die schauen sich dann an, hey, diesen Monat 300.000 Euro Umsatz geschrieben. Und wie viel ist das Konto gekommen? 150. 100. Ja, bei Kosten von 200. Das ist eine knappe Kalkulation, klappt nicht. Und man verlässt sich dann drauf, die anderen 150 kommen schon noch irgendwann. Und da gibt es bestimmte Maßnahmen, die man machen kann, um das Risiko zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das Erste, nutzt die Zahlungsziele komplett aus. Also beispielsweise, wenn du Werbung machst online, ne, dann gibt es Kreditkarten, die ermöglichen, du machst jetzt die Werbung und bezahlst sie in 2 Monaten. Wenn du, und wir haben Partner, die schaffen das, innerhalb von einem Monat aus der Anfrage Umsatz gestaltest, dann hast du quasi einen Negativzeitraum für die Refinanzierung. Bedeutet, du zahlst oder du kriegst, andersrum, du machst jetzt die Werbung, ich will es mal zeigen, weil es ist ziemlich absurd, aber ziemlich cool, du machst jetzt die Werbung, bezahlst die aber erst in 2 Monaten. Ne, hier quasi hast du minus Euro. Ne? An der Stelle kauft aber der Kunde schon bei dir und über die Anzahlung hast du hier schon wieder plus Euro.
Das heißt, du hast einen Monat eher dein Geld wieder rein, bevor du es überhaupt bezahlst. Das ist, was ich mit Zahlungszielen meine, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt. Das ist der Idealfall. Das geht natürlich nicht immer. Nicht jeder Kunde kauft innerhalb von einem Monat. Auch klar, manchmal sind die Sales Cycles einfach länger. Aber das ist zum Beispiel bei einem Partner läuft es gerade so, also bei einem konkreten, den ich weiß, es gibt wahrscheinlich mehrere, wo es so läuft, aber einen konkreten, wo das gerade sehr gut funktioniert und das ist halt genial. Also innerhalb von einem Monat dann schon wieder das zu refinanzieren, was ich für die Werbung noch nicht mal ausgegeben habe, macht Spaß. Das ist klar. Das ist ideal. Hier das Gleiche, was Hersteller angeht. Klar, Skonto ziehen sollte man auch immer machen, da spricht gar nichts dagegen, aber auch da, trotzdem kannst du Zahlungsziele nachverhandeln. Ja, Skonto, mach mal, aber ich würde 30 Tage gerne haben, statt 7 Tagen. Zum Beispiel, alles, was du da irgendwie verhandelst, alles, was dich da irgendwie weiterbringt, ist im Endeffekt mehr Sicherheit für dich. Das nächste Thema, Anzahlung. Habe ich schon mega oft angesprochen, trotzdem hat es so viel noch nicht gemacht. 50% Minimum, bei 50% hast du normalerweise auch Materialkosten. Das muss Minimumanzahlung sein. Gerne mehr, wenn es möglich ist. Je mehr Anzahlung du hast, desto mehr Sicherheit hast du und du wirst feststellen, je mehr Anzahlung dein Kunde bereit ist zu leisten, desto geringer ist das Ausfallrisiko des Kunden. Damit kannst du dir ganz viele Inkassofälle sparen, wenn du das hier einfach immer durchsetzt. Ne? Nächstes Thema, SEPA. So, warum SEPA Lastschrift? Ganz simpel. Angenommen, wir haben folgenden Fall, 50%, hier wird schon alles richtig gemacht, 50, 40, 10. So, 50% Anzahlung, 40%, wenn die Ware bei dir ist, 10%, wenn alles montiert ist, alles fertig ist. Diese letzten 10%, wenn du darauf wartest, sage ich mal, dass der Kunde dir die überweist, dann wird es so sein, dass der Kunde sagt, ja, aber da ist noch eine Kleinigkeit, da ist ein kleiner Kratzer dran, kommt bitte nochmal zu mir. Dauert wieder 2 Wochen. Vielleicht der Griff passt irgendwie noch nicht ganz. Okay, wird ein neuer Griff bestellt. Jetzt reden wir von der Küche, die kostet 30.000 Euro als Beispiel. Dann haben wir 10%, das sind 3.000 Euro. Der Griff kostet, keine Ahnung, was kostet ein Griff? 20 Euro. Den zu montieren, vielleicht nochmal 100 Euro mit Montage, Anfahrt, allem drum und dran. Machst du natürlich selber, das ist klar. Das heißt, du verzichtest gerade auf 3.000 Euro für ein 100-Euro-Ding. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich nicht das, was dich weiterbringt, sage ich jetzt mal. Ne? Also hier an der Stelle ganz wichtig, die letzten 10%, das Ding ist montiert, das Ding ist erledigt, der Kunde unterschreibt es, das Geld wird eingezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde das Geld zurückzieht, ist sehr, sehr gering aus dem Aspekt, weil er weiß, zurückziehen bringt zusätzliche Gebühren mit sich und die möchte er nicht zahlen. Ne? Normalerweise. Du wirst trotzdem Griff machen natürlich. Also das heißt nicht, dass du dich da irgendwie aus der Reklamationsthematik rauswinden sollst. Sag mir jetzt gar nicht. Es geht nur darum, dass das Geld dann schon bei dir ist, weil diese 100 Euro sind nicht verhältnismäßig zu den 3.000. Teilweise 15.000, wenn ich 50-50 mache, habe ich auch schon erlebt, die einbehalten werden. Wo es wirklich um den Griff geht, um 100 Euro und er behält sich 15.000 für diese 100 Euro ein. Und das ist krass. Und das ist ein Problem. Das kann ganz, ganz, ganz schnell in die Hose gehen. Also hier ganz wichtig, Anzahlung und SEPA gleichzeitig beachten. Und das nächste Thema. Das ist ein Thema, das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich halt ein Zahlenmensch auch bin, muss ich sagen. Kostenplanung. Man muss doch wissen, was für Kosten einen erwarten. Wenn ich dann feststelle, ja, hier kam gerade die Steuernachzahlung von vor 2 Jahren um die Ecke mit irgendwie nochmal 100.000 Euro, denke ich mir, aber das weißt du doch. Du kannst doch in dem Jahr schon ungefähr schätzen, was du noch zahlen musst an Steuern. Das weiß man doch ungefähr. Pi mal Daumen nach Kosten. Vielleicht nicht auf den Euro genau, aber zumindest die ungefähre Höhe, ob es 100 oder 80 sind, weißt du doch ungefähr. Ne? Und das ist so ein Ding, das kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen, aber ich weiß, den meisten geht das so. Für die ist jede Rechnung vom Finanzamt eine Überraschung. Mach das nicht so. Frag deinen Steuerberater, such den guten Steuerberater, zahl von mir aus einen Huni mehr im Monat für den. Such den guten Steuerberater, nimm dich den Erstbesten und sag dem, du hättest gern eine Kalkulation bei dem, was du jetzt planst, was für Steuern fallen wann ungefähr an. Bei uns ist es so, wir haben die Steuern für die nächsten Monate sogar bis Juni nächsten Jahres schon eingeplant, die kommen werden, komplett. In unserer kompletten Kalkulation eingeplant. Ich kann ganz anders arbeiten so. Das ist für mich keine Überraschung. Die Steuer habe ich schon eingerechnet, die habe ich schon mir zurückgelegt quasi. Da weiß ich schon, die fällt an. Ne? Also bitte achte wirklich auf dieses Thema. Aber es ist also wirklich unternehmerisch einfach kompletter Unfug, an sich einen super Job in diesen Bereichen zu machen, eine super Arbeit zu machen, mega viele Kunden glücklich zu machen und dann dran zu scheitern, weil ich mir eine Halle für 500.000 gebaut habe und nicht berechnet habe, dass ich vielleicht 100.000 noch hätte für die Steuer übrig lassen sollen und daran pleite gehe. Und das habe ich alles schon erlebt. Das muss nicht sein. Ne? Deswegen behalte die Sachen im Auge. Wenn du diese Sachen wirklich immer gewissenhaft kontrollierst, also wenn du wirklich einmal in der Woche vielleicht drauf schaust, muss ja nicht lang sein, einmal die Woche 15 Minuten kurz die Sachen einmal prüfen, passt das alles soweit, dann wirst du nicht pleite gehen. Dann sollte das nicht passieren, wenn nicht, wie gesagt, ein mega Unglück passiert. So, ne? Von daher, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann.